Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina und wir haben Montag. Fängt wieder neue Woche an, neue Träume, neue Wünsche, neue Perspektiven. Ich hoffe es. Also ich hoffe, dass ihr spürt schon und gerne öffnet sich vielleicht neue Möglichkeit in eurem Leben. Zusätzlich nehmen wir auch die Engelbotschaften und ich hoffe, ihr habt schon gewählt, egal welche Karte ihr nehmt. So, meine Lieben, Stapel Nummer 1, der Engel der Tat. Hab keine Angst, Neues anzupacken. Akzeptiere die Veränderung, so bekommst du neue Lebenskraft und Tatendrang. Dinge anzugehen, die du vielleicht lange vor dir hergeschoben hast. Dein Engel wird dich dabei unterstützen, wenn du den ersten Schritt getan hast. Geht alles wie vom Selbst. Meine Lieben, hier muss man mutig sein, hier muss man akzeptieren, das Alte ist vorbei und dann kann man wirklich Schritt nach vorne machen. Und hier sehen wir, meine Lieben, der Turm. Der Turm sagt, das alte Leben wird zerstört. Das etwas, was du aufgebaut hast, vielleicht deine Beziehung, vielleicht dein Job, vielleicht hast du schon 30, 40 Jahre vielleicht schon gearbeitet hast oder mit jemandem zusammen warst oder irgendwie eine Freundschaft ist. Diese Karte sagt, dass etwas, was geht zu Ende, was zerstört wird, war nicht richtig aufgebaut. Ich stelle immer Beispiel an einem Haus. Wenn du baust ein Haus und kein gutes Fundament hast, dann wird früher oder später dieses Haus wird zerstört. Fundament wird zu schwach, zu wenig Zement oder zu wenig noch was oder zu klein Zement, diese Fundament wird zerstört, war nicht richtig aufgebaut. Wie war aufgebaut deine Liebesbeziehung oder dein Job? Wieso bist du zu diesem Job gegangen? Und so weiter, meine Lieben. Und diese Karte sagt, sei mutig, oder? Na, dein Engel wird dich unterstützen. Egal, was du tust, mach den ersten Schritt und alles andere geht wie von selbst. Alles Gute und alles Liebe und viel, viel Glück damit, meine Lieben. Glaub mir, du lässt etwas hinter dir, was nicht mehr gehört dir. Stapel Nummer 2. Der Engel des Wachstums. Akzeptiere. Ja, natürlich. Erkenne in allem, was dir begegnet oder widerfährt, eine Chance zu wachsen, daraus zu lernen oder Gelassenheit zu üben. Je bunter und vielfältiger das Leben ist, umso mehr wirst du es schätzen. Dein Engel hilft dir dabei, die kleinen und großen Wunder zu erkennen. So ist alles um dich herum eine Aufforderung zum inneren Wachstum und wird dich bereichern. Innere Wachstum ist immer gut. Das heißt, du musst akzeptieren, wer du bist, was du bist, dich lieben und schätzen, so wie du bist. Weil so wie du bist, bist du einzigartig. Dann wird alles super. Schaut mal, meine Lieben, sich hängen lassen, baumeln lassen. Akzeptiere, dass du in dieser Situation bist. Egal, welche Situation das ist. Du bist kein Opfer. Du bist ein einzigartiger Mensch, das musst du akzeptieren. Und in dieser Situation, da wo du jetzt momentan nicht rauskommst, vielleicht weil du in irgendwie Enge getrieben wurdest oder in eine, Sackgasse geraten, ja, irgendwie eine Situation momentan geht nicht, akzeptiere das. Akzeptiere und locker lassen. Glaub mir, diese Situation, kommt irgendwie eine Idee in diesem Zustand. Heute sammle Idee. Lass dich baumeln und sammle Idee. Glaub mir, du wirst diese Situation lösen können. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben. Schönes
nicht Wochenende, seht ihr, ich bin schon zum Wochenende. Schöne Start in die neue Woche. Tschüss, Baba, meine Lieben.